Ja, hallo. Hallo, schönen guten Tag. Hallo, ich grüße Sie. Wie bitte? Ich habe Sie nicht verstanden. Können Sie mich jetzt hören? Ja, wie kann ich Ihnen denn helfen? Herr Eulenkopf, Sie haben bei einer Auslosung von uns teilgenommen und haben 30% Nachlass auf die erste und nochmal auf die zweite Kochbox von uns bekommen. Wissen Sie noch, das war so ein Drehrad. Wie bitte? Das kam per E-Mail für Sie. E-Mail? Genau. Was ist mit der E-Mail? Sie haben, da war so zum Drehen und dann haben Sie draufgeklickt und haben dann 30% bekommen. Wovon denn? Hello Fresh. Was ist denn das? Das sind Kochboxen. Ja, das habe ich verstanden. Das haben Sie verstanden? Ja. Und da haben Sie teilgenommen? Das kann gut möglich sein. Herr Eulenkopf, wir schicken Ihnen das am besten per E-Mail. Und da, was soll da passieren? Sie haben doch gesehen, was da passiert. Sie haben doch gesehen, das sind 30% auf die erste und nochmal auf die zweite Kochbox. Ja, und deswegen hatten Sie jetzt angerufen? Wegen den 30% auf die erste und auf die zweite Kochbox. Ja, das ist wunderbar, nicht wahr? Genau. Und was soll ich da jetzt machen im Prinzip? Wissen Sie denn, was HelloFresh ist? Ich bin ja mit den ganzen Internet-Sachen, das hat mir ja den Rechner von meinen Enkeln bekommen. Ich bin das ja alles noch an Lernen. Das ist ja eine ganz neue Welt im Prinzip. Nicht wahr? Ja. Ja. Hallo, junge Frau. Bin noch da. Ich bin noch da. Herr Kopf, ich bin noch da. Wunderbar, ja. Weil das Telefon ist auch neu, das mit den Einstellungen noch nicht so ganz firm. Nee, Kochbox, also ich sag immer, was die Kochboxen sind. Ja. Man sucht sich Mahlzeiten aus und bekommt alle Zutaten und auch alle Gewürze in frischer Form nach Hause zugeschickt. Das sind Kochboxen. Ach so. Genau. Da muss man im Prinzip nicht mehr einkaufen. Genau, nicht mehr einkaufen und auch nicht mehr nachdenken, was man kochen soll. Also das wird dann quasi übernehmen Sie dann quasi da die Lebensplanung im Essensbereich. Genau, so sieht's aus. Das ist ja durchaus nicht verkehrt. Ich habe ja zu arbeiten, da kann ich mir mehr Gedanken dazu machen. Natürlich. Klar. Ja, und was kriege ich denn heute? Weil ich habe ja im Prinzip noch keinen Mittag gehabt. Nicht heute, nein. Das würde, wenn Sie wirklich das haben wollen, dann registrieren wir Sie und dann bekommen Sie in 2 Wochen die erste Kochbox von uns. Ja, wann bitte? In 2 Wochen. Ja, was soll ich so lange essen? Was Sie sonst auch immer gegessen haben. Ach so, ich dachte, das machen Sie jetzt, dass Sie mir das... Ja, kann man sich das dann irgendwie, sag ich mal, wünschen? Oder was passiert da? Gehen Sie bei Google einfach auf HelloFresh. Wo soll ich hin? Dann sehen Sie das. Das ist eine Suchmaske. Sie meinen an Computer? Ja, genau, am Computer. Ja, da muss ich das mal kurz anmachen. Ich war ja im Prinzip gerade dabei, den Papagei zu kämmen. Papageien haben Sie gekämmt? Ja, wir sind ja beim Tierarzt gewesen. Das ist ja, der sollte die Krallen geschnitten bekommen. Und da sind andere Vögel auch gewesen. Jetzt hat er im Prinzip Milben bekommen. Oh, der Papagei hat jetzt Milben bekommen, ja? Ja, und die müssen ja im Prinzip, da fachmännisch will ich jetzt nicht sagen, aber doch mit viel Liebe entfernt werden, weil das quält sich ja sonst. Ja, klar. Das haben ist Sie im Prinzip ja das Problem, mit dem ich jetzt gerade kämpfe. Das muss man ja im Prinzip 3-mal am Tag so eine Viertelstunde schon machen.
Ja, natürlich. Schaffen Sie das denn, weil Sie ja noch arbeiten müssen? Ja, das mache ich ja nebenbei. Ah, okay. Weil ich vertone im Prinzip, das habe ich schon seit vielen Jahrzehnten, ich vertone so Hörbücher für Kinder. Und da kann ich kann ich den ja, sag ich mal, auf den Schoß haben und den ja quasi kämmen. Ja, natürlich. Natürlich. Also, ich sag, wenn Sie sind ja so eine nette junge Frau, ich schicke Ihnen eine Glücksfeder von den Adrian. Dankeschön. So heißt der. Dankeschön. Ja. Dankeschön. Herr Olenkopf, ich sag Ihnen mal, was das kostet. Ob ja. Sie dann auch interessiert sind. Ja. Ja? Also es kommt dann einmal die Woche, kommt dann eine Box nach Hause. Ja, aber ich würde schon gerne jeden Tag was essen. Ja, natürlich, können Sie ja. Dann sind ja die Zutaten, sind dann ja schon alle mit bei. Ja. In ein. Das ist so, als würden Sie einmal die Woche einkaufen gehen und dann haben Sie ja alles schon zu Hause. Ach so. Ja, genau. Muss man das dann in den Kühlschrank reinlegen? Ja. Verstehe. Genau. Ja. Ja. Das, was man im Kühlschrank gehört, dann kommt dann in den Kühlschrank. Steht das dann da dabei? Weil ich kenne mich da ja nicht so mit aus dann an Anfang. Ja, natürlich steht alles mit bei. Das ist gut. Gibt's das auch ein bisschen größer geschrieben? Weil ich kann ja nicht mehr so gut gucken. Das Rezept ist schon so groß wie eine DIN A4-Seite. Es ist nicht klein geschrieben. Das ist sehr. Ist das auch dann, sag ich mal, im Prinzip mit Bildern versehen? Ja, ist mit Bildern, ja. Das ganz ist wichtig. Wunderbar. Ja, das ja ohne Bilder macht die Lektüre ja keinen Spaß. Das muss ja auch irgendwo, sag ich mal, einen gewissen Unterhaltungswert auch haben. Brauchen Sie denn im Prinzip vielleicht noch jemand, der das Ganze illustriert? Weil meine Enkelin, die ist ja sehr talentiert mit den Zeichnen. Nein, nein, das sind Fotos. Ach so. Das sind reale Fotos. Ja, das ist ja vielleicht auch besser so, nicht wahr? Ja. Und kann man sich also, weil ich habe ja im Prinzip, da hat er ja diverse Unverträglichkeiten. Wer hat Unverträglichkeit? Ja, wegen den Essen, dass man das da im Prinzip mit berücksichtigen kann bei der Auswahl. Ja, natürlich. Natürlich, immer. Ist das aber schauen möglich? Sie sich die. Natürlich, schauen Sie sich das einfach mal an oder vielleicht fragen Sie jemanden, der das mit Ihnen zusammen guckt und ich rufe dann nochmal an. Ist das okay? Ja, sie wollte mir ja erstmal sagen, was das jetzt nochmal kosten soll. Ja, ach ja, natürlich. Also, wir waren drei Gerichte. Wie sind wir ja mit den Papagei dann da durcheinander? Ja, gekommen. Genau. Das ist ja auch ein sehr bedeutendes Thema für mich mit den Papagei. Ja. Wenn Sie zu Hause kochen, für wie viele Personen kochen Sie dann? Ja, für zwei Personen, für drei, für vier? Ja, das kommt also eigentlich ja nur für mich selber. Aber wenn ich mal einen guten Tag habe, dann kann man ja auch schon mal ein bisschen mehr verdrücken. Ja, natürlich. Also das sind, ich würde sagen, drei Gerichte. Da haben Sie zwei Tage das gleiche Essen. Ja. Aber dann die ganze Woche. Die ganze Woche also, das gleiche? Nein, nein, nein. Alle zwei Tage gibt es da was Neues. Also drei unterschiedliche Gerichte. Ja. Verteilt. Ja? Die kosten normalerweise 42,99 und weil sie ja am Drehrad gedreht haben und 30% bekommen haben, wären es dann 30 Euro für sie. Für den Tag oder wie? Nein, für die komplette Woche. Also Werkwoche oder reale Woche? Für 6 Tage, also für die Werkwoche. Und was esse ich am Sonntag? Das, was Sie so sonst essen. Ja, dann muss ich mir wieder... Oder dann besser 4 Gerichte. Dann haben Sie auf jeden Fall, wenn man ein bisschen mehr Appetit hat, dann haben Sie für insgesamt für dann 4 Gerichte. Ja. Und das mal 2 sind dann 8 Tage. Das heißt, wenn man dann Lust hat, ein bisschen mehr zu essen, kann man's. Haben Sie deswegen, dann wären das... Dann auch, haben Sie auch Körner und sowas? Körner? Ja, oder Haferschrot. Nee, das sind andere Gerichte. Ja, das ich brauch die sind anders. Ich brauche ja nur im Prinzip den Haferschrot.
Ja, den kann man ja in alle, jedem Gericht hinzufügen. Ja, dass sie das da mit reinlegen, weil ich muss ja auch für den Adrian was zu essen haben. Okay. Hallo? Ja, ich bin auch dran. Herr Olko, hab ich was Lustiges verpasst? Nein, nein, nein. Das hätte ja sein können. Nein, nein, nein. Sie sind ganz fit mit diesen Computersachen, oder? Ja, ein bisschen schon. Ich wollte hier diese Maschine benutzen. Und da wird mir die Frage gestellt. Hallo? Ja, und dann funktioniert das jetzt alles? Ja, da ist ja im Prinzip jetzt die Frage, was ist ein Butterhirsch? Und da soll ich jetzt eine Antwort eingeben. Wo sind Sie denn gerade? Ja, bei diesem Gogul. Oder wie sich das schimpft. Ja, genau. Ja. Genau. Und dann schreiben Sie einfach Hello, also H-E-L-L-O. Muss er erstmal das suchen. Ja. Zweimal in Ludwig. Ja, zweimal Ludwig. Ja. Und dann ein O. Ein O. Otto, ja. Ein Otto und dann ein Friedrich. Ja. Dann ein Richard. Jawohl. Dann ein Emil. Ja. Dann ein Siegfried. Ja. Und dann ein Heinrich. Heinz. Ja. Und das war's. Und dann gehen Sie mal auf Enter oder suchen. Das ist da oben irgendwo. Unten steht das. Ich habe das mit der Zielgenauigkeit mit diesem mit Maus noch nicht so. Ah, das klingt nicht so schlimm. Ja, das muss man ja auch erstmal üben. Natürlich. Ist da so eine Limette oder was das sein soll? Ist das von Ihnen? Mhm. Ja. Haben Sie es gefunden? Ich glaube schon. Wunderbar. Und das sieht ja in der Tat sehr lecker aus. Ja, genau das ist es. Das ist schön, dass Sie es gefunden haben. Es ist jetzt natürlich die Frage, ob das für einen Papagei nicht viel zu viel ist im Prinzip. Ja, es ist ja nicht für Ihren Papageien, das ist ja für Sie. Ja, das ist doch für einen Adrian, oder nicht? Nee, das ist für Sie. Nicht für Sie haben doch gefragt, wie viel der zu essen bekommt. Nein, hab ich nicht. Das haben Sie mir erzählt. Ja, ich habe nicht gefragt. Ja, aber da geht es doch im Prinzip drum, weil Sie haben doch neulich schon mal angerufen und wollten wissen, ob ich einen Hund oder eine Katze habe wegen den Futter. Das war ich nicht. Nein, das war ich nicht. Das war ich nicht. Das war jemand anderes, der Sie anguckt. Ich bin ja leicht verwirrt, weil die wollten mir ja im Prinzip die Premium-Nahrung anbieten und hat gesagt, die will noch mal anrufen. Sind das Sie gewesen? Nein, das bin ich nicht. Weil die haben ja im Prinzip, hat die mir ja erzählt, dass das Futter, was ich so immer kaufe, dass da ja fast nur Zucker und Geschmacksstoffe drin sind. Und das ja. Will den Adrian ja nicht antun. Deswegen ist ja die Frage nach den Haferschrot gewesen. Weil der das ja, gerne nee, das macht. Bin ich nicht. Nee, das bin ich nicht. Jetzt bin ich das ja doch leicht konsterniert. Ich bin jetzt die ganze Zeit davon ausgegangen, dass es wieder um das Futter geht. Nein, nein, das geht um Sie, weil Sie sagten ja, Sie essen, was Sie heute zu Mittag essen wollen. Nee, Sie wussten schon, dass es um mich, dass es um ja, aber wir haben, Sie geht. Ich habe Ihnen doch die Geschichte erzählt von den Adrian. Okay, Herr Ollenkopf. Ja, es tut bitte. Mir wirklich leid. Ich habe leider keine Zeit. Wenn Sie irgendwelche Fragen noch haben, und Sie sehen ja meine Nummer, Sie können jederzeit nochmal zurück anrufen, ja? Ja, und wie ist das denn aufgeteilt mit den Haferschrot? Ist das dann Kilogramm bei Ihnen? Es gibt kein Haferschrot. Ja, vollkommen. Es ist auch in Ordnung. Es ist nicht für Tiere. Es ist für Menschen. Ja, aber der kann doch den Salat auch fressen. Nein, das ist alles nur für Menschen. Ja, hallo? Ich bin noch dran. Ja, das klang gerade so, als wären Sie weg gewesen. Nein, ich bin noch da. Wie gesagt, ja, wenn Sie irgendwelche Sie Fragen mir haben... Ich sagen können, wenn das gar nicht... Habe ich auch. Sie wollten hab das ich. Doch für den Adrian verkaufen. Nein, ich wollte das für Sie. Aber Sie hatten doch Freien angerufen. Nein,
Nein, das bin ich nicht. Das war ich nicht. Das ergibt irgendwie überhaupt keinen Sinn für mich, aber vielleicht verstehe ich das auch nur nicht. Möglich. Wie wollen wir denn jetzt verbleiben? Sie haben gesagt, dann in 14 Tagen, nicht wahr? Genau. Ja. Machen wir so. Ja? Wunderbar. Ich wünsche Ihnen... wenn das ist, rufen Sie nochmal an, ja? Ja, also soll ich da nochmal Bescheid geben, wenn sich das Läuseproblem gelegt hat? Weil Sie sollen ja im Prinzip dann noch die Glücksfeder haben. Aber das kann ich ja erst machen, wenn da im Prinzip ja keine Schädlinge mehr bei denen drin sind, nicht wahr? Ich will das ja nicht weiter verbreiten. Das wäre ja Völkermord. Hallo? Ja, ich bin noch dran. Was ist denn los bei Ihnen? Alles gut. Oh mein Gott. Brauchen Sie Hilfe? Ist da was passiert bei Ihnen? Nein, alles gut. Haben Sie Schmerzen, junge Frau? Nein. Ich bin ja im Prinzip früher Tierarzt gewesen. Da könnte ich Ihnen vielleicht ja helfen. Nein, danke schön. Ich habe ja wenig zu lachen. Vielleicht können Sie mir den Witz auch erzählen. Nein. Rufen Sie wieder an. Ich habe jetzt ehrlich keine Zeit. Ja, der Tierarzt hat gesagt, ich darf ja nicht mehr praktizieren. Der hat gesagt, das kann ein bisschen dauern. Nicht, dass Sie denken, dass ich Sie vergessen habe. Nein. Das, wenn ich mein Wort... Ich brauche keinen Tierarzt. Ich brauche keinen Tierarzt. Nein, weil der sagt ja, bis das bei den Adrian, bis die Milben draußen sind, das kann dauern, dass sie sich nicht wundern, dass das mit der Feder ein bisschen dauern kann. Nein. Ich halte ja mein Wort, nicht wahr? Ja, das ist sehr schön. Das, wie sagt man so schön, den Maulwurf in Ehren kann keiner verwehren. Ja, richtig. Das ist ja im Prinzip mein Lebensmotto gewesen, immer. Ja, okay. Ja. Wir verbleiben jetzt so, ich melde dass ich... mich, der Befall beseitigt ist und dann kann ich Sie da ein bisschen glücklich mitmachen. Mache, das ist sehr schön. Ja. Dann alles Gute wünsche ich Ihnen. Ja, tschüss. Auf Wiederhören.